Viele Geräte, die elektrische Energie in Bewegungsenergie umwandeln, haben etwas gemeinsam. Einen Elektromotor. Der Physiker Hans Christian Ørsted experimentierte 1820 mit elektrischem Strom. Dabei machte er eine Entdeckung, die für die Entwicklung des Elektromotors von enormer Bedeutung war. Schauen wir uns sein Experiment genauer an. Der Kompass richtet sich nach dem Magnetfeld der Erde aus. Schließt man in der Nähe des Kompasses einen elektrischen Leiter an Gleichstrom an, hier zum Beispiel an ein Stromversorgungsgerät, bewegt sich die Kompassnadel erneut. In dem Leiter bewegen sich elektrische Ladungen. Durch diese Bewegungen bildet sich um den Leiter ein Magnetfeld aus. Und das lenkt die Kompassnadel ab. Direkt um den Kupferdraht ist das Magnetfeld am stärksten. Nach außen hin nimmt es ab. Ändert sich die Stromrichtung, ändert sich auch die Richtung der Magnetfeldlinien.